Was ist das Schickes? Nichts für schwache Nerven. Sieht aus wie eine Spielekonsole, ist aber die 10-Jahres-Ausgabe des Odroids Go. Das ist ein spezieller Odroid, der nicht auf ARM-Basis funktioniert, sondern auf ESP32-Basis. Das ist ein ESP32 Boom eingebaut. Ein Lipo, ein Lautsprecher, ein USB-Anschluss, An- und Ausschalter, 10 IO-Pins und natürlich ein Display. Schalten wir das Ganze mal ein. An dem schicken, wo ist der Schalter? An der Stelle. Ich habe es gerade frisch zusammengebaut. Das war nicht so einfach, weil ganz kleine Bauteile und man sieht, die Speicherkarte fehlt. Aber das Display funktioniert. Schauen, wozu ich das Gerät alles so gebrauchen kann.